Die Mittagspause, in der sich Vater und Mutter trafen, war keine gewöhnliche Mittagspause. Tatsächlich erschien ihnen in dem Stall von Mutters Hof ein Drache. Und sie fürchteten sich sehr. Doch der Drache sprach: Fürchtet euch nicht, ich bringe euch frohe Kunde, denn euch wird heute der Samen entspringen, um das Drachenblut zu empfangen. Ihr werdet die Eltern des neuen Drachenblutes dieser Ära werden. Es wird der Tag kommen, an dem sich euer Kind gegen die Drachen erheben wird, und es wird der Tag kommen, an dem euer Kind die Welt retten wird. In euch schlummert die Kraft, miteinander etwas Wunderbares zu vollbringen und die Menschheit auf ihrem Pfad dorthin zu führen, wo sie die Götter sehen wollen. Das Drachenblut wird kommen und wir möchten es Dovahkiin nennen. Doch Vater und Mutter hörten schon ab: Fürchtet euch nicht, nicht mehr zu. Dieser Satz war genug für sie, sich zu beruhigen. Während der Drache sprach, vollzogen die Eltern ihre Pflicht, und noch bevor das letzte Wort gesprochen war, war Vater bereits wieder zur Tür heraus. Die Rede des Drachen blieb unerhört und er verschwand. Und als er verschwand, dachte der Drache: Oh Mann, hoffentlich geht das gut. Das sind Druckplatten, die Feuer auslösen. Ach nein, nur die schwarzen lösen Feuer aus. Ja, genau. Also hier in der Mitte ist das dunkle Symbol und nur da wird man verbrannt. Auf den anderen wird man nicht verbrannt. Okay, Augen auf, dann funktioniert das schon. Ist noch ein toter Drauge? Oh. Ah, verdammt. Müsste der nicht zurückkommen eigentlich? Hinter ihm ist ein... war ein Geräusch, da müsste er doch wieder zurückkommen. Schleichen verbessern, da ist er wunderbar. Der kommt gleich hier hoch, oder? Ja. Der kommt hier hoch. Okay. Gucken wir mal, ob er jetzt wieder geht. Ja. Ah, verdammt. Da bin ich zu nah rangegangen. Aber es war cool. Trotz allem. So. Dann finden wir jetzt hier wenigstens unseren Weg nach unten. Ist das schon mal ein... Oh. Schon mal ein Fortschritt. Verdammt, der Mist, bleib stehen. Der würde genau da stehen bleiben. Und ist er auch. Fantastisch. Gut, na, den erwischen wir jetzt nicht mehr mit Pfeil und Bogen. Aber den können wir gleich nochmal anschreien. Komm her, du Mistsau. Fuß, Bro! Jawohl. Ich konnte zwar nicht sehen, was sie gemacht hat, aber irgendwie hat sie ihn auf brutale Art und Weise niedergemetzelt. Einen Eisenbarren hatte der dabei. Warum? Und vor allem wo? Haben die Taschen oder was? Egal. Ich will hier weiterkommen. Wo ist denn jetzt das verdammte Horn? Ich muss in das Gewölbe hinabsteigen. Aber hier waren wir noch nicht. So viel weiß ich. Hier ist Öl auf dem Boden und das hatten wir eben definitiv nicht. Was? Der hat meinen Schlag ausgehalten. Was ist das denn? Moment, warte mal kurz. Okay, jetzt kann ich. Ja, wunderbar. Ich glaube, das war auch das, was wir eben vor der Treppe gemacht haben. Dieses ans Bein schlagen, dann sacken sie zusammen und dann oben drauf. So soll es sein. Ist das richtig hier? Nee, hier geht's ja wieder hoch. Da geht's hoch. Aber da ist ja auch gar nichts. Warum würde ich denn hier hingehen? Trollschädel. Der ist schwer und kaum was wert. Das schwache Gift der Ausdauer nehmen wir mit. Aber ansonsten ist ja hier nichts. Wir wollen definitiv weiter runter, aber jetzt bin ich auch wieder auf dem richtigen Pfad. Wir wollen in das Gewölbe hinabsteigen. Verdammt, Mann! Wie... Ja, na gut, da geht's runter. Okay. Erst Augen aufmachen und dann ärgern. Gut. Da... Oh! Ein Skelett, kein Drauge. Okay. Ist ein Unterschied. Ein Drauge wird immer noch so ein bisschen von Sehnen und Muskeln zusammengehalten, aber ein Skelett nicht. Oh! Hey, es ist echt eine Kunst, dass man das auch wirklich trifft. Streng genommen könnte ich auch durch die Rippen durchschießen. Was ist denn hier los? Oh, da liegt ein Skelett drauf auf der Feuerfalle. Oder ein Drauge. Auch interessant. Natürlich, kann passieren. Oh, verdammter Mist. Ja, jetzt kommst du mit Pfeil und Bogen. Ich stehe einen Meter vor dir. Verwirrtes Skelett. Was haben wir hier?
Granatsteine, makellose Granatsteine, Donnerwetter. Ein makelloser Granatstein, das ist schon was Tolles. Dachte eben, das sind Alchemiezutaten, die da hängen. Da hängen manchmal irgendwelche Blätter, die getrocknet werden oder sowas. Da kann man manchmal Alchemiezutaten sammeln. Aber waren hier in dem Fall tatsächlich nur irgendwelche Blätter. Unbedeutend. Noch mehr Skelette. Sah aus wie der Skelettkönig, wie der da von seinem Thron runtergestiegen ist. Wo genau ist jetzt das Horn von Jürgen Windrufer? Wir müssen noch weiter runtergehen. Das hier ist noch nicht der unterste Bereich, nein. Hier lauern doch bestimmt... Ey, guck mal, wie schön das ist hier. Ach, da ist es ja auch offen. Okay, ja, dann ist eine ganz andere Sache hier. Kann es ja auch drauf regnen und so eine Sache. Okay. Gut, ich hab's verstanden. Das ist ein Gewölbe und das ist offen oben. Das ist im Prinzip ein Berg, der oben ein Loch drin hat und außerdem hohl ist. Also eine Höhle, die über Tage ist. Macht das Sinn? Mann, das ist ja cool. Hier sogar mit Wasserfall drin. Ist ja schick. Hier könnte man auch eine Picknickdecke auspacken und sie erstmal hinpacken. Ah! Ein Drachenspruch! Wort der Macht gelernt. Dahinschwinden. Ätherische Gestalt. Das klingt nicht wie einer der mächtigen Drachensprüche, die ich wirklich lernen will. Ich will Drachensprüche, mit denen ich angreifen kann. Na schön. Wir gucken mal. Schreie. Ätherische Gestalt. Der Tuum greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden, noch jemanden verletzen. Das ist... naja, gut. Damit könnte man entkommen. Man kann damit fliehen. Aber ist Fliehen wirklich... wirklich erstrebenswert? Weil davon habe ich nichts. Klar, mein Skill verbessert sich im Schleichen, wenn ich... schleiche und einem Kampf entkomme, aber wenn ich weglaufe, ganz bewusst und schnell, dann wird das kein Skill verbessern. Okay, das hat hier eben nichts gebracht, dann gehen wir mal tatsächlich da lang. Hier an dem oberfetten Baum vorbei. Ist das ein Baum? Ich weiß nicht, sah aus wie Wurzel. Ne, kommen wir überhaupt nicht hoch. Da kommen wir hoch. Ja, hier geht's vorbei, okay. Da sieht aus wie irgendeine kleine... eine kleine Höhle. Was haben wir denn hier? Noch mehr Gold und irgendwelche Zaubertränke? Das war, glaube ich... Was war das eben? Zaubertrank des Volltreffers. Rolle der Hysterie. Lustig, warum nicht? Verdammt, hier geht's nicht weiter. Das Horn von Jürgen Windrufer. Karte. Da drüben. Bringe das Lied des Alchemisten zu Lami. Ah, verdammt. Das Horn von Jürgen Windrufer? Ah, okay, gut. Ich bin dem falschen Marker gefolgt. Das Horn von Jürgen Windrufer ist nicht der Weg nach draußen, Korundumerz, sondern das ist der, das ist der Pfeil hier drin. Okay, sowas passiert halt, wenn man mehrere Quests gleichzeitig verfolgt. Eine Sache, die ich eigentlich sehr ungerne mache, genau aus diesem Grund. Wir werden also jetzt dem anderen Pfeil folgen und der schickt uns ja auch in die andere Richtung. Dass wir jetzt hier tatsächlich einen Drachenspruch gefunden haben, einen von dem ich auch noch nie gehört hatte, das ist sehr großer Zufall. Weil normalerweise ist so ein Drachenspruch auch am Ende eines Dungeons und somit ziemlich unverfehlbar, wenn man in diesem Dungeon drin ist. Es sieht fast aus, als müsste ich oben auf dem Gewölbe draufbleiben, genau. Ich glaube, ich darf nicht nach unten steigen, sondern muss oben drauf bleiben. So, was hattest du denn dabei? Nordpfeile, fantastisch. So viele schöne Nordpfeile. Also wir... Hoppala. Also wir müssen irgendwie... da raufkommen. Wir müssen tatsächlich oben bleiben. Wie machen wir das? Oh, noch eine Truhe. Wunderbar. So nach und nach werden wir echt reich. Man muss... Okay, was ist denn, wenn ich jetzt da bleibe, wo ich jetzt gerade bin? Genau. Na, natürlich, ich muss ja gar nicht nach unten gehen. Wer hat mir das denn eingetrichtert, dass ich nach unten muss? Ist ja gar nicht nötig. Hier bin ich ja noch gar nicht gewesen, Mensch. So, wir gehen jetzt hier nach oben, werden dieses Skelett töten und dann geschwind durch diesen Durchgang durchgehen. Ist ja überhaupt gar kein Problem, Mensch. Okay... kleinen Zaubertrank.
Und hier noch ein bisschen Schätze einsammeln. So, was haben wir denn hier? Da ist eine Tür, okay. Schalter, Hebel, Zugkette, Knopf, irgendwas? Was? Ja? Okay. Hä? Achso, das ist nur aktiv, wenn ich... Das ist nur aktiv, wenn ich daneben stehe. Okay. Ich bin aber zu langsam. Ja gut, dann rennen wir halt. Meine Güte, kann ja nicht so schwer sein. Also. Hoffentlich habe ich genug Ausdauer, aber es sind ja nur 20 Meter oder so. So. Ah, was? Das hätte ich geschafft. Na gut. Überlegen wir jetzt mal. Wir sind hier wegen den Graubärten. Und was haben uns die Graubärte beigebracht? Ein Drachenschrei, der uns schnell macht. Wirbelwindsprint. So. Wir werden jetzt einfach mal hier den Wirbelwindsprint machen. Okay, gut, dann machen wir es anders. Wir rennen erst hier durch und machen dann den Spruch am Ende. Und so wird es, glaube ich, funktionieren. Jawohl. Cool. Und jetzt ist alles offen, weil ich hier hinten bin. Okay. Sehr cool, dann werden wir aber gleich wieder zurückgehen auf unerbittliche Macht. So. Und hier kommen gleich rechts und links Drauge aus den Wänden gesprungen. Oh. Mann, scheiße, Glück gehabt. Das sind ja diese verdammten Feuerplatten. Okay. Auf die kann ich rauf. Und dann gehen wir mal einfach hier rüber. Ich kann auf fast alle raufgehen. Das ist alles nichts Schlimmes. Also es gibt wenige von diesen Druckplatten, die tatsächlich gefährlich sind, sehe ich hier gerade. Ich kann hier relativ unbeschwert rüberlaufen. So. Und darüber. Frostbisspinnen! Hallo! Mann, bin ich glücklich, euch zu sehen. Endlich wieder ein bisschen Leben hier. Ich meine, ein bisschen richtiges Leben. Fuß, Row! Ein bisschen richtiges Leben und nicht nur irgendwelche Drauge und Skelette, die irgendwann mal gelebt haben. Aber mal richtige, lebendige Frostbespinnen. Und vor allem bedeutet das für mich auch, ich bin auf dem richtigen Pfad, wenn sich die Gegend ändert und wenn ich hier tatsächlich wieder auf neue Gegner treffe. Gut. Und dahinter ist jetzt das Horn von Jogen Windrufer. Wirklich? Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Horn ist. Oh. Na toll, und hier einfach nur so eine hässliche Zugkette, damit man nicht von der anderen Seite rankommt. Oder damit man nicht mehr entkommt. Nee, es geht nicht von alleine zu. Oh, weh. Okay, ich dachte jetzt, da kommen irgendwelche Tentakeln raus, irgendein Riesenmonster, aber sowas gibt es in Skyrim nicht wirklich, wa? Okay. Packen wir mal respektvollerweise die Waffe weg. Das ist nicht das Horn von Jürgen Windrufer. Rätselhafte Notiz, was zum Teufel soll das? Erstmal gucken wir da rein. Rätselhafte Notiz. Drachenblut. Ich muss euch sprechen. Dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus Schlafender Riese in Flusswald. Und ich werde euch treffen. Ein Freund. Scheiße, Freund. Ein Freund. Am Arsch. Ach, so ein blöder Mist. Irgendeiner hat es schon geholt und muss mit mir sprechen und weiß, dass ich das Drachenblut bin oder glaubt es auch. Wie hatte... Naja, gut, egal. Also irgendwer hat mir das weggenommen und will mich in Flusswald sprechen. Na schön, das Drachenzimmer. Denn es ist doch bestimmt der Inhaber von dieser Gaststätte, oder? Beschlagene Rüstung der Gesundheit steigert die Gesundheit um 30 Punkte. Cool, aber leichte Rüstung und viel schlechter als unsere. Orkischer Dolch. Ach nee. Kommen wir hier irgendwie raus? Da. Wunderbar. Das ist gut, dass wir hier rauskommen. Jetzt müssen wir tatsächlich um die ganze Welt reisen und nach Flusswald. Flusswald, das ist ja nach Helgen die erste Stadt, in der wir waren. Die erste Stadt, die wir überhaupt erkundet haben. Flusswald. Gibt's ja gar nicht. Und jetzt müssen wir tatsächlich wieder zu den Anfängen zurückgehen und uns dort mit einem Freund treffen. Warum
meine, der hätte uns bestimmt auch auf andere Art und Weise benachrichtigen können oder kontaktieren können. Das wäre bestimmt möglich gewesen. Der muss mir nicht meine Aufgabe noch schwerer machen. Der hat also das Horn von Würgen Jungrufer, von Jürgen Windrufer, und ich muss es mir jetzt wieder zurückholen. Wie, der gibt mir das nicht. So, aber wenigstens bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Okay. Wir werden also geschwind wie der Wind nach Flusswald zurückkehren und dort in der Gaststätte einchecken und mal gucken, wer da ist und was der von uns will. Also, wo ist Flusswald? Da unten. Gucken wir mal. Ein Freund. Meine, so geheimnisvoll. Hätte uns bestimmt kontaktieren können, ohne uns unsere Aufgabe schwerer zu machen, als sie schon ist. Verdammter Mist. Mann, ist das schön hier. Die ganze Zeit im Schnee und Eis gewesen und jetzt hier total schön, Flusswald, alles grün und so. Das ist ja super. Okay. Dann gucken wir mal. Hier waren wir ja noch gar nicht drin, bin ich der Meinung. Schlafender Riese. Wollen wir mal gucken. Und jetzt die Drachensuite buchen. Also das muss eigentlich der Wirt selber sein. Wer soll denn sonst etwas darüber wissen? Du willst mit mir reden, oder? Mann, war das unelegant. Du willst bestimmt mit mir reden, stimmt's? Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Oh Gott, nicht das Drachenzimmer, sondern das Dachzimmer. Ha, ich bin ein Idiot. Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Na, siehst du, das war nur ein Code. Das war ein Code, damit sie weiß, wer ich bin. Und jetzt kommt sie gleich hinterher. Es gibt nämlich gar kein Dachzimmer. Genau das meine ich ja auch. Da seht ihr, und jetzt kommt sie mir hinterher. Ich hab's doch gewusst. Ich hab es gewusst. Es ist die Wirtin selber. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Ja, folgt okay. Mir. Nicht hier. Folgt mir. Ja, ich folge dir. Ey, kriege ich eigentlich meine 10 Gold zurück? So eine Verarsche. Ich will meine 10 Gold wieder zurückhaben. Ich habe dich für das verfluchte Zimmer bezahlt. Delfin. Hm. Wie, und hier ist das sichere? Von mir aus dein Privatgemach, nicht wahr? So. Na, immer noch nicht? Lieber im Schrank. Können wir reden. Okay, im Schrank. Na gut. Gut, reden wir lieber im Schrank. Und dann wollen wir noch die falsche Rückwand schließen. Das, sehr cool. Obergeil. Gut, hier ist es sicher, das stimmt. Das Buch vom Drachenblut. Das ist auch wieder verflucht lang, nicht wahr? Ich finde das alles so schade. Die Geschichten sind bestimmt cool. Aber es ist mir viel zu viel. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Naja, blöd. Natürlich ist sie das, weißt du, sie hat es mir eben gegeben. Die Graubärte haben recht. Ich bin ein Drachenblut. Das hoffe ich. Aber seht mir nach, wenn ich nicht gleich an etwas glaube, nur weil die Graubärte es behaupten. Ich habe euch gerade das Horn von Jürgen Windrufer gegeben. Bin ich damit auch ein Drachenblut? Hey, du bist ein Idiot. Ich bin nur wegen des Horns hier. Und nun habt ihr es. Dann ist doch alles bestens. Ich wusste, wenn die Graubärte euch für ein Drachenblut halten würden, dann würden sie euch das Horn holen lassen. Nur indem ich es nahm, konnte ich sicher gehen, dass dies keine Falle der Talmor war. Sprecht weiter, ich höre zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Meine Güte, soll ich schreien oder was? Warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun?
Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ja, so habe ich erfahren, dass ich ein Drachenblut bin. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Na toll. Weißt du? Das ist der Haken an der Sache. Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Woher weißt du, wo der nächste Drache kommt? Genau, wie habt ihr das alles herausgefunden? Das solltet ihr doch wissen. Ihr habt im Ödsturz-Hügelgrab die Karte für mich organisiert. Der Drachenstein war eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Kühneshain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Den Drachenstein habe ich aber dem Hofmagier von Weißlauf gegeben und nicht dir, irgendeiner Angestellten in einer Absteige in Flusswald. Das ist doch nun wirklich was anderes. Und wo soll es hingehen? Kühneshain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Okay, Moment. Ich bin noch nicht ganz bereit, um zu gehen. Ich kann nicht warten, bis ihr eine Entscheidung trefft. Wir treffen uns in Kühneshain. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Ich lass mich von dir überhaupt nicht hetzen, Delphin. Verdammt. Kann ich das Geld mitnehmen? Oh ja. Cool. Dann nehme ich auch noch die einzelnen Goldmünzen hier mit. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Kühneshain. Okay. Das ist besser? Oh ja, sie hat sich was anderes angezogen. Nett. Cool. Okay. Also ja, von mir aus können wir... Oh, da kann ich auch was mitnehmen. Gold kann ich mitnehmen, wunderbar. Lederstreifen. Säbelzahntigerpelz, fantastisch. Da können wir selber Leder draus machen. Ist gut für unsere Schmiedefertigkeit. Also, ja, wir werden natürlich nach Kühneshain gehen. Das ist die Hauptquest. Aber ich werde vorher noch ein paar andere Sachen erledigen, denn es gibt andere Sachen, die mich viel mehr interessieren als dein Gelaber über Kühneshain. Vor allem will ich auch diesen Kult zerschlagen. Ja, nein, geh mal schon mal vor. Wir trennen uns und wir treffen uns dort in ein paar Wochen, wenn ich Bock habe oder so. Vorher nicht. Warte dir von mir aus die Beine in den Bauch, bis du schwarz wirst, ist mir egal. Meine lieben Pestizide, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.